Ein fröhliches Hallo miteinander. Ich nehme euch heute bitte etwas mit durch meinen Tag. Bei mir ist jetzt knapp 1 Uhr und mein Tag beginnt und logischerweise erstmal frühstücken. Das Wichtigste, um den Tag zu beginnen, ist natürlich das hier. Kaffee. Ich habe schon mal angefangen. Werden wir jetzt erstmal noch unter Fußball angeben, antun, damit mein Tag so ein bisschen beginnen kann. Und danach haben wir eine Menge Arbeit heute. Viel zu tun, Leute. So, mittlerweile ist es kurz vor 4. Ich habe mir während der Halbzeitpause meine Brötchen präpariert für einen Kunden heute. Und wir lassen es jetzt ruhen. In der Zeit nehme ich jetzt Charlie mit raus. 5 Uhr morgens knapp. Charlie ist mit mir unterwegs. Sieht was und wie ihr seht, es ist noch relativ dunkel bei uns. Der Mond steht noch am Himmel. Aber angenehm, um die Zeit jetzt einen kleinen Spaziergang mit dem Hund zu machen. So schaut es bei uns am Pool aus, früh am Morgen. Ist relativ ruhig. Das Einzige, was man hier hat, halt eben, sind jetzt diese Morgengebete. Charlie stört das aber überhaupt nicht. Der läuft einfach. Der möchte jetzt einfach wieder heim und einfach schlafen. Da ist er wieder Papa. Und ich kümmere mich jetzt weiter um meine Brötchen. Auch wunderschön dieser Baum hier. So mit der Beleuchtung. Ich finde das einfach klasse. Meine Brötchen wachsen und gedeihen im Ofen. Wunderbar. Die Zeit wunderbar genutzt, die dauern jetzt noch ein bisschen, aber ich bin mir sicher, die werden richtig lecker schmecken. So, meine Brötchen sind fertig. Die sind richtig gut geworden hier. Bin damit sehr zufrieden. Jetzt abkühlen lassen und nach Adam Riese bleiben 3 übrig und das gibt jetzt mein Frühstück gleich. So, da ich im Augenblick nichts anderes machen kann, wollte meine Frau zum Essen machen. Da baue ich mir hier so eine Box, die brauchen wir für das nächste, was ich mache. Ich habe später noch einen Schokoladenkuchen zu machen und das lässt sich ja alles wunderbar vorbereiten hier. Und da bauen wir einfach mal die Box hier zusammen. Das geht ganz einfach. Ich habe da schon eine Routine drin und das geht wunderbar. Das ist gar nicht schwer und vor allem sieht es nachher richtig schön aus. Ihr seht, jetzt falten wir das Ding schon zusammen. Ich mache jetzt gerade den Deckel. Ab und zu will das nicht ganz. Zweite Seite. Und schon ist die Box, zumindest der Deckel, fertig. Der Rest gibt sich nachher. Und der Boden, der ist noch einfacher. Hier einfach zusammen. Das ist eine ganz einfache Methode. Ab und zu fällt es mal wieder raus, muss man halt zurückstecken. Das ist dann der Boden hier. Hier kommt es noch rein. Wobei der Deckel jetzt noch nicht so wichtig ist, ob der jetzt gut ausschaut oder nicht, weil ich muss den sowieso nachher nochmal aufmachen. Ups. Und von daher gesehen spielt es keine Rolle. So schaut das Ganze fertig aus.
Und jetzt heißt es warten, bis ich mit meinem nächsten Stück anfangen kann. In der Zwischenzeit werde ich mich jetzt mal rasieren und mich hübsch machen. So, jetzt erstmal ein kleines Frühstück mit frisch gebackenen Brötchen, damit mein Magen ein bisschen was zu tun hat. Zweite Mission für heute, Schokoladenkuchen. Dazu schmelze ich jetzt erstmal die Schokolade und dann füge ich die restlichen Zutaten dazu. Der ist so schokoladig, das glaubt ihr gar nicht, wie der nachher sein wird. Richtig lecker, Leute. So schaut das Ganze dann aus. Und der geht jetzt in den Ofen rein und da bin ich gespannt, wie der rauskommt. So, knapp 9 Uhr. Mein Kuchen ist aus dem Ofen draußen. Und jetzt bin ich gespannt, ob der mir zusammenfällt in der Mitte oder nicht. Ich lasse mich überraschen, ich lasse ihn jetzt richtig schön kalt werden und für mich wird es Zeit für eine kleine Siesta. Da, ich muss auf den Lieferanten warten, auf 2, ehrlicherweise gesagt. Und ich werde die Zeit jetzt ausnutzen, um einfach mal die Äuglein zuzumachen. Einige von euch stehen ja um diese Zeit schon fast wieder auf. Bei mir ist jetzt so kurz vor 10 und einfach mal so 2 Stündchen Augen zumachen und entspannen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, unser Wasser ist gekommen. So schauen die Gallonen aus. Und ich habe die vorher jetzt ein bisschen eingesprayt hier mit dem ganzen Zeug hier, was hier hinten so steht. Und den muss man natürlich noch sauber machen. Desinfizieren muss man hier schon noch, weil bei uns ist das mit Corona noch relativ groß und deswegen ist das schon ratsam. Aber dafür ist das Wasser hier wenigstens sauber, weil das aus dem Hahn, das kann man nicht trinken. Würde ich zumindest nicht. Das hat ganz negative Einflüsse, wenn man das macht. So, mein Kuchen ist fertig. Jetzt keine Schönheit geworden, aber ich bin trotzdem zufrieden mit. Und der wird jetzt verbackt. So schaut es dann fertig aus. Und ich stelle den jetzt 24 Stunden in den Kühlschrank für den Kunden und morgen wird er dann bei mir abgeholt. So, und wer so unheimlich viel arbeitet, der darf sich natürlich auch selbst belohnen. Das versteht sich ja von einem selbst. Ich habe mir gestern Bananeneis selbst gemacht. Auf Wunsch einer einzelnen Person, nämlich meiner Frau. Und deswegen teste ich das jetzt erstmal, ob das meine Frau überhaupt essen kann. Weil wir wollen hier keine Schäden haben, ne? Und deswegen erstmal die Qualitätskontrolle von mir selbst. Und dann darf die Dame des Hauses dann heute Abend probieren, wenn sie von der Arbeit kommt. Aber erstmal die große Portion für Papa. Mein letztes hat sie fast alleine gegessen. Und deswegen müssen wir da ein bisschen vorarbeiten. So schaut das gut aus. Ich denke mir, das sollte reichen, 4 Kugeln für mich. Ich dekoriere das Ganze jetzt hier noch so richtig schön mit einem kleinen Cracker drauf, damit es auch optisch ein bisschen was ausschaut. Und mein Löffelchen rein und schon können wir das Ganze jetzt essen. Ich lasse mir das jetzt schmecken und ich warte noch auf den Lieferanten und dann kann der Tag entspannt weitergehen. Da ist jetzt meine Getränkelieferung gekommen. Ich habe die ganze Nacht schon richtig gespart beim Trinken, weil ich es gestern vergessen hatte. Und das Ganze geht jetzt erstmal in den Kühlschrank, wird jetzt sauber gemacht und dann hoffentlich ist das schnell kalt, damit ich meinen Flüssigkeitsmangel, den ich heute habe, ein bisschen, weil ich habe noch nicht viel getrunken heute, damit ich ein bisschen aufholen kann. So, bei mir ist jetzt knapp 14 Uhr, Zeit für Nachmittagskaffee. Wie ihr seht, ups, da ist er. Der hilft, um später wach zu werden, damit ich die letzte Energie noch für mein Abendessen habe, bevor es in eine kurze Nacht geht heute. Und das ist ja wieder Fußball, ne? Müssen wir schon gucken. Aber gleich gehe jetzt gleich duschen nach meinem Käffchen. Dann nehme ich euch natürlich nicht mit, sonst steht ihr mir alle hier Schlange vor der Tür, deswegen gehe ich da alleine rein. Große Raubtierfütterung, bevor wir essen. Hallo Xena. Essen.
Geht ja gut. Salia auch. Der ist wenigstens gesehen, er braucht ein bisschen länger immer. Und jetzt geht's an mein Essen. So, bei uns gibt es Pasta zum Abendessen. Die Nudeln habe ich schon gekocht. Hier sind noch meine Frikadellen. Die brate ich jetzt noch mal an in meiner Knoblauchbutter, die ich gestern gemacht habe. Aber es wird noch besser. So, hierzu habe ich jetzt Schinken und Speck gegeben. Meine Frikadellen rausgenommen. Und auch das lasse ich in der Knoblauchbutter jetzt andünsten und anbraten. Und in die Knoblauchbutter habe ich jetzt auch ein paar Nudeln gegeben. Habe noch ein bisschen mit Pfeffer gewürzt. Und so kriegen auch unsere Nudeln den 1A Geschmack von der Knoblauchbutter. Und das ist mal richtig lecker, das kann ich euch versprechen. Das duftet schon richtig herrlich hier. So, darüber habe ich jetzt noch 200 Gramm Mozzarella gegeben. Das lasse ich jetzt verschmelzen und dann kann ich schon servieren. So schaut das Ganze dann im Paket aus. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Und ich werde das mir reinhauen jetzt. Das war's von mir von heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant genug für euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt eine ganz tolle Zeit. Macht's gut und tschüss, ihr Lieben.